Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute machen wir, also erkunden wir mal die neue Chapter 3 Map. Ich habe das Update ziemlich spät gestartet und die Season hat auch erst um 16 Uhr begonnen, jetzt ist es 17 Uhr. Wir haben gerade Adventjause noch gemacht mit Lesen, Klavierspielen, Singen und Kekse essen. Ja, war auf jeden Fall ganz nice, aber jetzt zeige ich euch die neue Map. Ja, genauer, ihr werdet sicher, wenn Leute auf mein Video klicken, werdet ihr sicher schon von anderen YouTubern und Streamern das erfahren haben. Aber natürlich will ich auch für meinen Kanal ein Video bringen, wo ich die neue Season starte. Und ich würde sagen, dann labe ich gar nicht mehr so viel, weil es geht jetzt direkt los. Leute, ich genieße diesen Moment. Ich glaube, alles ist eingestellt. Ich brauche nichts mehr. Ich höre es eh gleich. Wenn der Ton irgendwie nicht. Aber der sollte eigentlich. Eine neue Ära beginnt, Leute. In der Warteschlange für 6 Minuten? Okay, Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Warteschlange verpasst habe. Dann hole ich mal mein Buch. 3, 2, 1, go! Let's go, Leute. Ein neues Zeitalter. Neuer Battle Pass, neue Season, neue Skins, neue Map. Alles neu. Ich bin gespannt, Leute. Let's go. Leute, es geht los. Nein. Okay, Leute, es hat begonnen, er lädt. Ich bin so gehypt, oh mein Gott. Weiße Bildschirm. Nächstes Kapitel anfangen. Ja, klaro. Leute, wir müssen diesen Moment genießen. Ist das eine einsame Insel? Anscheinend. Boah. Auf jeden Fall ein Haufen Charaktere. Ah, das Fundament. Ich schulde euch wohl eine Erklärung. Wir haben ja alle viel durchgemacht. An das meiste erinnert ihr euch vermutlich gar nicht. Ihr habt alle tapfer gekämpft, aber wir müssen den Nullpunkt befreien, sonst werden wir weiterhin bedroht. Immer wieder. Kein Weg führt daran vorbei.
Deswegen brauche ich eure Hilfe. Der Aero muss fallen. Solange sie den Notpunkt weiter ausbeuten, ist alles in Gefahr. Mit eurer Hilfe können wir uns befreien und die Schleife für immer verlassen und nach Hause gehen. Oh mein Gott, Leute. Leute! Oh mein Gott, Gänsehaut. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott, jetzt war gerade kurz Gänsehaut, Leute. Oh mein Gott, was einfach so schön war. Oh mein Gott, Leute. Das war gerade ganz weird. Plötzlich diese Kugel und dann plötzlich. Ja, lol. Oh mein Gott. Neue Map, Leute. Ja! The Foundation! Spider-Man! Oh mein Gott! Leute, neue Season. Was haben wir hier? Item Shop. Ist der Ladebildschirm für das Event. Leute, wir sind drin. Wir sind drinnen. So. Wie schaut's aus mit den XP? Bam, 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 bam. Und es gibt neue No-Skins, aber ich will jetzt keine No-Skins spielen. Das ist jetzt schön und gut, aber jetzt nicht, sorry. Täglich schließe einen täglichen Auftritt ab. Okay, da sind ein paar Aufträge. Entdecke das Gerät. Bla 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 bla. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele Aufträge. Meilensteine, die werde ich dann alle nach und nach machen. Nur was wir jetzt machen, Leute, wir gehen mal in der Runde solo. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go! Okay, das ist hier mal die Lademap. Ja, warum nicht? Warum nicht, Leute? Gar nicht mal so übel. Was sagt ihr? Und direkt eine neue Waffe. Nein.
Nein! Oh mein Gott! Leute, alles neu! Alles grau! Leute! Alles grau! Nein! 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 Leute! Nein, oder? Nein! Es ist alles grau! Nein! Nein! Wisst ihr, was ihr, was wir gleich machen werden, Leute? Wir werden uns gleich ein Auto schnappen, sollte es die Autos noch geben, und werden gleich jede Stadt aus der ganzen Season abchecken. Aber erstmal würde ich sagen, lass da mal landen. Oh mein Gott, da landen ganz schön viele eigentlich. Oh mein Gott, ihr müsst euch das mal vorstellen. Okay, ich habe gleich keine Munition mehr, das ist schon mal schlecht. Aber die Autos gibt es noch, Leute, also das ist schon mal gut. Weil wir wollten sonst so dann gleich die ganze Map abchecken, also das ist schon mal gut. Die Frage ist, wo die Tankstellen sind. Wir werden jetzt erstmal in die nächste Stadt fahren. Mal schauen. Jo, also bisher nur graue und grüne Waffen. Fahren wir gerade in die falsche Richtung, Leute? Ich glaube ja. Let's go. Ab in die nächste Stadt. Let's go. Was hatte der denn? Was kann man damit machen? Kann man die werfen oder kann man die trinken? Ich glaube eher trinken, oder? Jo, wahrscheinlich. Und da ist eine Chest. Ich öffne jetzt meine... Nee, meine zweite Chest. Doch, meine erste, weil die vorher habe ich eigentlich nicht geöffnet. So, jetzt schaut der Loot schon ein bisschen anders aus. Die Frage ist, es gibt noch Hühner? Nein. Das ist doch nice. Wir sind halt nicht viel schneller mit dem Huhn. Also würde ich sagen, wir lassen das mal fallen. Nehmen uns mehr von diesen Granaten. Also geht nicht. Specials gibt es schon mal, das ist schon mal gut.
Aber Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach geil. Oha, es gibt einen Sniper. Why not, Leute? Was kann das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Meine erste blaue Waffe, let's go. Das schaut nicht so aus, als würde er fliegen wollen. Aber die Quads sind wieder drin, Leute. Das heißt, let's go, das Quad hat mich gerettet, Leute. Ich hab schon gedacht, ich sterbe. Let's go! Let's go! Ich würde sagen, wir gehen als nächstes in diese Stadt hier. Ja, lass in die Stadt gehen. Ich würde zwar noch gerne den Loot Shop mir holen, aber. Die Frage ist halt, ob das so gut funktioniert. So, ich warte einfach, Leute, weil das. Oh mein Gott, Leute, Special. Langsam beginne ich zum Zittern. Ja, Leute, ich weiß. Aber langsam beginne ich echt zum Zittern. Weil. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, habe ich nicht. Alles gut, beruhig dich wieder. Alles ist gut. Zitter nicht. Aber ich zitter gerade, Leute. Das ist einfach nice, auf einer neuen Map zu spielen. Vor noch den hier. Sanctuary. Is our Sanctuary. Kennt ihr das Lied? Oh mein Gott. Wenig Treibstoff. Okay, das ist scheiße, Leute. Das ist sehr blöd. Denn ich weiß nicht, wo Tankstellen sind. Aber ich glaube, so viele Autos wiederum stehen. Für was gibt es da überhaupt Tankstellen?
die Last Boost, Leute, das war's. Wir haben, was gut ist, wir haben ein Jumpet. Das heißt, wenn wir... Was ist das? Kann man das trinken? Ja, ich glaube, das kann man trinken. Das ist zum Trinken. Was ist Mednebel? Hä? Ist das jetzt ein Heal Spray? Nee, Leute. Sag nicht, das ist ein Heal Spray. Leute, wir müssen auf jeden Fall ab in die Zone. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal erstmal dahin. Als nächstes. Da ist auch noch ein Loot Shop. Also wer den Loot Shop aktiviert, der hat auf jeden Fall... Okay, da halten wir uns lieber fern. Ich schätze jetzt mal, dass wenn du da springst, dass du da bouncen kannst. Aber das probieren wir lieber nicht aus, Leute. Erstens weiß ich nicht, ob man da Fallschaden bekommt. Wir haben ihn. Der droppt irgendwas Königliches. Wir haben die Krone. Und was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt, Leute. Nur goldenen Loot nicht. Nicht nur goldenen Loot. Okay, das auf jeden Fall. Okay, aber was haben wir da noch? Eine epische Sniper. Die würde ich gern mitnehmen. Aber ich habe schon so viele Waffen, ich brauche nicht so viele. Sniper ohne oder das, beides geht nicht. Beides ist kontraproduktiv. Aber das hat Zielfernrohr, Leute. Okay, das ist richtig geil. Was? Waffen mit Zielfernrohr, müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich will irgendwie nicht direkt in den Fight gehen. Leute, wir gehen hier lieber in den sicheren Bereich. Ich will jetzt keinen Stress mit dem Gegner. Ach scheiße, das war so dumm. Ich will nicht sterben.
Egal, Leute, siebte ist hier die erste Runde gar nicht mal so übel. Dann würde ich sagen, das war's dann mal wieder mit dem Video. Ich werde jetzt hier noch ein paar Runden chilliger spielen und nicht so aktiv mit Aufnahme. Aber ja, ihr seht, ist auf jeden Fall ganz nice, die Season. Ich werde jetzt mal die andere Hälfte noch erkunden. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Recon Trail. Ciao, ciao.